Leute, ich habe absolut krasse Informationen für euch. Scheinbar wurde in den Public Battle Royale Matches, also nicht ranked logischerweise, das Skill-Based Matchmaking entfernt. Aktuell ist nicht klar, ob es ein Bug ist, ob das irgendwie versehentlich passiert ist oder ob ein anderes Gerücht dahinter steckt. Welches Gerücht dahinter steckt, möchte ich euch gleich sagen. Es hat auf jeden Fall mit einer gewissen Konkurrenzfähigkeit zu tun. Das munkelt man. Ich habe das jetzt gestern über ein bisschen über 2 Stunden selber getestet und es ist tatsächlich so. Du gehst in ein Public Match und teilweise, nicht ganz, fühlt es sich aber so an, als würdest du mit einem Smurf in die ersten Runden gehen. Du hast keine Bot-Lobbys, so ist es nicht. Also wenn du reingehst, triffst du auch auf gute Gegner. Manchmal hast du auch einen Champion-Squad, da sind Preds dabei, das hatte ich auch schon. Aber es sind gemischte Lobbys und ich hatte teilweise, und das ist kein Scherz, wenn es nicht so eine bescheidene Map-Rotation wäre, wäre hier und da auf jeden Fall für Leute, die vielleicht schon lange an einer 3K-Badge oder 4K-Badge feilen, wo sie kurz davor sind, aber immer das Quäntchen Glück fehlt, ihr habt jetzt die Chance, diese Badges zu erreichen. Von mir aus auch 20 Bombs. Ich hatte schon einige richtig gute Runden mit über 3000 Damage und ich bin ein mittelmäßiger Spieler. Für alle, die regelmäßig einschalten, ich habe die im normalen Matchmaking schon oft genug erreicht, aber gestern innerhalb meiner 2-Stunden-Sessions alleine 2-mal erreicht und das nicht mit großen Komplikationen. Die Probleme sind einfach die Map-Rotation. Es ist kein Witz, Stormpoint, wir müssen nicht drüber reden. Du hot droppst und dann hast du vielleicht nach 5 Minuten schon 2K Damage und dann findest du verdammt nochmal einfach keine Gegner mehr, weil sie quer verteilt über der Map sind. Auch bei Broken Moon absolut schwierig. Also es ist kein Garant, diese Badges zu erreichen. Auf Olympus läuft das schon ein bisschen besser. Also das Matchmaking scheint zu deaktiviert worden zu sein. Wie gesagt, keiner weiß so richtig, ob es ein Fehler ist. Testet's bitte mal aus und schreibt's in die Kommentare, ob es bei euch genauso ist. Es gibt kein offizielles Statement von Respawn. Deswegen bitte ich euch darum, testet's mal aus. Und es gibt ein Gerücht, das besagt, es könnte sein, weil nach vielen, vielen Jahren gibt es endlich mal wieder ein Call of Duty, was halbwegs konkurrenzfähig ist. Ich weiß, es macht keinen Sinn, Call of Duty und Apex zu vergleichen. Battle Royale unten, ich sag mal, ein 6 versus 6 Shooter hauptsächlich. Na klar, gibt es auch eine Battle Royale-Komponente. Aber das neue MW3 kommt sehr gut an und spielt sich auch recht gut. Ich fand die Beta recht, recht geil und es ist beliebter, als viele ursprünglich dachten. Und es geht das Gerücht rum, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und den Leuten wieder ein bisschen mehr Spielspaß. Ein bisschen Spielspaß ist gut. Ich muss sagen, ich hatte gestern den Spaß meines Lebens in Publix. Und so viel Spaß in diesen Runden nach und nach hatte ich in Apex Legends tatsächlich noch nie. Es ist ein Stück weit zu einfach, das muss man einfach sagen. Aber so sollte es eigentlich gestaltet sein. Also es ist gemischt. Du triffst auch, wie gesagt, auf gute Gegner. Du triffst auf viele schlechte Gegner. Es ist relativ mittelmäßig. Auf jeden Fall, wenn eine richtig gute Badge mal erreichen willst und hast da lange dran gefeilt, ist jetzt der Augenblick, in die Public Matches zu gehen. Nicht das Event, ganz, ganz wichtig. Testet's mal aus, gebt mir ein Feedback. Ich bin gespannt, ob es bei euch genauso ist. Ich weiß nicht, ob es auf jeder Plattform so ist. Ich für mich auf PlayStation kann es definitiv zu 100% bezeugen. Ob es auf PC und Xbox genauso ist, weiß ich nicht. Aber Xbox denke ich schon wegen Crossplay alleine schon. So, Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Diese Info wollte ich euch erstmal hinterlassen. Für alle, die vielleicht schon lange, lange ihren Kasten nicht mehr angemacht haben, nach langer, langer Zeit wieder ein bisschen spielen. Spaß suchen, macht die Public Map Rotation an und habt den Spaß eures Lebens. Vertraut mir, es wird euch eine Menge Freude bereiten. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und bin gespannt, was ihr zu schreiben habt. Das war's von mir. Haut rein, ciao.